Guten Tag allerseits. Ich mache nach längerer Zeit wieder einmal ein Video zum Modul 426. Heute soll es um das Thema Design Patterns, also Entwurfsmuster gehen. Ich mache dieses Video, damit Sie die Lektion in Ruhe zu Hause nachschauen können. Oder falls Sie nicht in die Schule kommen können, haben Sie so Gelegenheit, den Stoff über dieses Video mitzubekommen. Also worum geht es hier beim Thema Entwurfsmuster? Ich möchte zuerst ein kleines Beispiel zeigen aus dem Film Apollo 13 aus den 90er Jahren. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Apollo 13. Dort sollte eine Raumfähre auf dem Mond landen. Sie konnten das dann nicht machen, weil sie zu wenig Sauerstoff dabei hatten. Dafür gab es dann mit der Zeit zu viel CO2 in der Raumfähre, also bei der Rückfahrt. Und ja, sehen Sie selbst. We have a situation brewing with the carbon dioxide. We had a CO2 filter problem on the lunar module. Five filters on the limb. Which were meant for two guys for a day and a half. So I told the doctor. You're already up to 8 on the gauges. Anything over 15 and you get impaired judgment, blackouts, the beginnings of brain asphyxia. What about the scrubbers on the command module? They take square cartridges. The ones on the limb are round. Tell me this isn't a government operation. This just isn't a contingency we've remotely looked at. Those CO2 levels are going to be getting toxic. Well, I suggest you gentlemen invent a way to put a square peg in a round hole. Rapidly. Okay, people, listen up. People upstairs handed us this one, and we got to come through. We got to find a way to make this fit into the hole for this using nothing but that. Let's get it organized. Okay, let's build a filter. Better get some coffee going too, someone. Ja, soweit das Video von Apollo 13. Ich hoffe, Sie haben das Problem mitbekommen. Es geht darum, dass man einen CO2-Filter hat, der ein Filtergerät hat, das runde Filter benötigt. Man hat aber nur einen eckigen oder umgekehrt. Ist nicht einmal so wichtig. Auf jeden Fall hat man ein inkompatibles Filtersystem mit den Filtern. Und ich habe versucht, das Problem ein bisschen auf die objektorientierte Programmierung zu übertragen und mal ein Klassendiagramm gemacht. Wir haben es nicht mit CO2-Filtern zu tun, sondern mit unpassenden Interfaces. Ich erkläre mal das Problem. Also nehmen Sie an, Sie haben irgendein Programm hier, das ist eine Main-Funktion und das stellt Berechnungen an. Und diese Berechnungen werden mit Quadraten angestellt. Also hier haben wir die Klasse Square, die hat eine Seitenlänge, weil bei einem Quadrat beide Seiten oder alle vier Seiten gleich lang sind. Und das ist ein Konstruktor, der diese Seitenlänge entgegennimmt. Also wäre unser Quadrat. Und diese implementiert ein Interface, also eine Schnittstelle namens Quadratic. Und diese Schnittstelle erwartet nichts weiter als eine Methode, getSide vom Datentyp int. Und in der Implementierung wird dann einfach diese Seite hier zurückgegeben. Also darum ist die Methode auch hier nicht aufgeführt, sie wird implementiert. Das heißt, diese Methode ist auch in dieser Klasse drin. Also das haben wir. Wir wollen mit Quadraten rechnen. Jetzt haben wir so eine schöne Third-Party-Library gefunden, also ein Software-Package, womit man Berechnungen anstellen kann. Das ist hier dieser Calculator, den wir bekommen, und der hat verschiedene Methoden. GetArea, um eine Fläche auszurechnen, GetPerimeter, um den Umfang auszurechnen, und GetDiagonal, um die Länge der Diagonalen auszurechnen. Ist alles wunderschön. Das Problem ist nur, dieser Calculator arbeitet nicht mit Quadraten, sondern mit Rechtecken. Sie sehen hier, als Parameter werden Rectangular-Objekte angefordert oder verlangt. Rectangular ist wieder mein Interface. Im Gegensatz zum Quadratic-Interface hat es aber nicht nur eine GetSide-Methode, sondern eine GetWidth, also GetBreite, und GetHeight, GetHöhe, also Höhe-Methode. Das wird dann implementiert von der Klasse Rectangle, und das hat eine Breite und eine Höhe als Eigenschaften und einen entsprechenden Konstruktor, der diese Sachen abfüllt und implementiert natürlich diese beiden Methoden.
Also dieses Calculator Package geht davon aus, dass man mit Rechtecken arbeitet und dass man eben Instanzen von dieser Klasse mitgibt, die halt diesem Interface genügen. Jetzt haben wir genau das Problem. Wir haben Quadrate, wollen aber mit Rechtecken rechnen oder müssen mit Rechtecken rechnen können. Und eigentlich ist ja das Ganze das Gleiche. Ein Quadrat ist nichts weiter als ein Spezialfall von einem Rechteck. Das Problem ist, in unserem System, unserem Klassensystem, unserem Typsystem, sind das völlig inkompatible Typen. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wie bringen wir dieses, sagen wir mal, dieses Quadrat durch das rechteckige Loch? Die Antwort ist jetzt ein Design Pattern, ein Entwurfsmuster namens Adapter. Ich zeige es einfach mal als Beispiel jetzt. Gar nicht lange Theorie, sondern gleich eine Lösung. Also das Ganze sieht, hier das Problem, sieht recht ähnlich aus wie vorher. Was Ihnen vielleicht auffällt, ist diese Klasse hier, die ist hinzugekommen. Die gibt es hier nicht, hier ist sie. Diese Klasse heißt Rectangle Adapter. Das ist also ein Adapter, der Name schon sagt, hat eine Eigenschaft, ein Square, also ein Quadrat, das genügt dem Quadratic Interface. Und es hat eine Konstruktormethode, Rectangle Adapter, und das erwartet wiederum ein Square. Also man kann es mit diesem Adapter mit Hilfe eines Quadrats initialisieren. Wichtig ist, diesem Entwurfsmuster, das macht zwei Sachen. Wir wollen ja diesem Rectangular Interface genügen, damit wir den Calculator aufrufen können mit solchen Objekten. Das Programm verwendet aber Squares, Quadrate. Und dieser Adapter macht jetzt, dass diesem Interface Rectangular genügt wird, verwendet aber als Implementierung dieses Quadratic. Also in hier dieser Pfeil, Implements-Beziehung, dieser Pfeil, Uses-Beziehung, also der verwendet Quadratic. Könnte auch, vielleicht Aggregation wäre passender gewesen, aber es ist ein Detail. Noch einmal, Rectangle Adapter genügt dem Rectangular Interface, indem es diese beiden Methoden anbietet, und es basiert implementierungsmäßig auf dem Quadratic Interface, beziehungsweise kann man dann mit dem Square Objekt damit arbeiten. Ich zeige das schnell im Code drin. Ich habe hier das Design Patterns Repository, das zeige ich Ihnen anschließend noch. Klappe es mal auf, hier hat es mehrere Projekte drin. Das Wichtigste ist mal das Geometry. Ich habe hier das Program.cs. Dort wird ein Rectangle angelegt und unten wird ein Square angelegt. Also das Rectangle genügt dem Rectangular Interface und das Square genügt dem Quadratic Interface. Das Rectangle können wir einfach so verwenden, weil das ist ja die Vorgabe des Herstellers eigentlich. Das Quadratic bzw. das Square müssen wir durch den Adapter durchschicken. Wir machen also einen Adapter auf Basis von diesem Square und dann können wir diese Calculator-Methoden auch verwenden. Also oben haben wir ein 3x4 Rechteck, unten ein Quadrat 3x3. Ich versuche das mal auszuführen. Es hat geklappt, also Fläche, Umfang und Diagonale werden hier korrekt berechnet. So, also nochmal zeigen wir mal die Klassen und die Interfaces. Also das Quadratic Interface hat einfach eine Seitenlänge, die man zurückgeben kann. Beim Rectangular gibt es hingegen zwei Methoden, die gefordert sind. Dann die Implementierungen, das Square implementiert das Quadratic Interface. Einfach eine Eigenschaft, ein Konstruktor, eine ToString-Methode zum Debuggen. Währenddem das Rectangle-Interface implementiert, eigentlich nichts Spezielles sonst. Können Sie da in Ruhe anschauen. Dann eben den Calculator, der diese Funktionen oder Methoden anbietet, auf Basis von Rectangular-Objekten. Und schließlich eben den Rectangular-Adapter. Hier wird es interessant. Also dieser Adapter implementiert das Rectangular Interface, macht dies auf Basis des Quadratic Interfaces.
Also wir geben vor, ein Rechteck zu sein, machen das aber aufgrund eines Quadrats. Der Konstruktor macht nichts weiteres, als dieses Square abzuspeichern in einer privaten Eigenschaft. Und wenn jetzt nach Breite und Höhe gefragt wird, verwenden wir einfach vom Square die GetSide-Methode. Beides mal. Ist ja völlig egal, weil ob es jetzt eine Höhe oder Breite ist, bei einem Quadrat ist alles das Gleiche. So würde mal dieses Design-Pattern funktionieren. Können ein bisschen damit herumspielen, das mal anschauen. Einfach ein ganz einfaches Beispiel für ein Design-Pattern. So, jetzt ein bisschen Theorie. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Treppenhaus kennen. Vielleicht haben Sie mal Half-Life 2 gespielt. Vielleicht waren Sie mal in einem Gebäude, das in den 30er Jahren gebaut worden ist. Ich selber war oft in Bern in so einem Gebäude, wo das Treppenhaus ziemlich genau so aussieht. Ich war mal in Moskau und dann war ich überrascht. Moment, hier sieht ja dieses Treppenhaus ganz genau so aus wie in diesem Berner Wohnhaus. Dann habe ich Half-Life 2 gespielt und gesehen, ah Moment, das Treppenhaus kenne ich ja schon. Und die Sache ist, man hat einfach in den 30er Jahren hat man Treppenhäuser so gebaut, also in der Mitte der Liftschacht und rundherum die Treppe. Und das ist in der Architektur, in der Gebäudearchitektur ein sogenanntes Entwurfsmuster. Das ist eine wiederverwendbare Lösung oder ein Lösungsmuster für ein Problem. Das Problem, ich habe einen Aufzug und muss eine Treppe haben. Und die Lösung, ja, ich nehme in der Mitte den Liftschacht und außenrum die Treppe. Alles schön kompakt, Platz optimal ausgenutzt. Und ja, ich weiß nicht, heute macht man das ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es brandschutztechnisch nicht optimal ist, weil wenn es im Liftschacht brennt, dann kann ich die Treppe auch nicht verwenden. Aber das war damals, ich denke, in den 30er Jahren ein sehr gebräuchliches Entwurfsmuster für Wohnhäuser und sonstige Gebäude. Findet man in West- wie in Osteuropa. In den 90er Jahren, als die objektorientierte Programmierung dann richtig populär geworden ist, hat man dann überlegt, ob man auch in der Softwareentwicklung solche Muster wiederverwenden kann. Man hat ja in der Informatik, löst man nicht jeden Tag komplett neue Probleme, sondern in der Regel löst man bekannte Probleme, vielleicht in neuen Kombinationen, vielleicht mit ganz spezifischen Datenstrukturen oder Problemstellungen. In diesem Buch Design Patterns, dass er 1994 herauskam, haben die vier Leute, die hier aufgeschrieben sind, Eric Gammas, ein Schweizer, Richard Helm, Ralph Johnson, John Lycidis, glaube ich, mittlerweile verstorben, das sogenannte Gang of Four, haben die solche Entwurfsmuster gesammelt. Das sind, glaube ich, etwa 2 Dutzend an der Zahl. Ich zeige dann noch, wie sie die ein bisschen eingeteilt haben. Das Buch basiert auf einem Fallbeispiel mit einem großen grafischen Texteditor. Also objektorientierte Programmierung hängt ja sehr stark mit GUI-Programmierung zusammen. Das ist, beide Sachen sind eigentlich zusammen populär geworden, weil es auch recht gut zueinander passt. Dieses Buch steht bei mir auf dem Regal. Ich habe es nicht komplett durchgelesen, aber eine sehr gute Referenz, wenn man zu einem bestimmten Entwurfsmuster wieder mal nachschauen will, wie es geht. Die Beispiele sind in Smalltalk und C++. Das heißt, ja, C++ und Smalltalk verwendet man heute ein bisschen weniger häufig als früher. Man muss also schon eine Transferleistung erbringen, wenn man dieses Buch verstehen will. Ich empfehle es als Nachschlagewerk. Komplett durcharbeiten. Na, hab's bisher nicht gemacht. Es gibt noch ein anderes Buch, Head First Design Patterns. Vielleicht kennen Sie diese Serie von O'Reilly, diese Head First Serie. Die probiert ein bisschen nicht so trocken zu sein, sondern die Sachen auch mit ein bisschen Emotion zu verpacken, damit es dann interessanter ist zum Lesen. Das Head First Design Patterns Buch, das dreht sich um Entwurfsmuster und das war, soviel ich weiß, das erste Buch dieser Serie. Das kam 2004 heraus, dann war ich gerade im zweiten Lehrjahr. Habe das dann gekauft, war ziemlich begeistert davon. Und es ist doch eine recht gute Methode, sowas zu lernen. Und man vergisst auch die Lektion davon nicht mehr. Kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Und wenn Sie es kaufen wollen, nicht das E-Book, sondern das richtige Buch, weil Sie dann wirklich auch mit Bleistift da reinschreiben müssen und so weiter. Kann sich lohnen. Es gibt sehr viele Bücher in dieser Serie, die sehr populär geworden sind. Nicht alle so gut, aber dieses Buch ist durchaus empfehlenswert. Also ein Thema im Modul 426 ist ja die Wiederverwendung von Software. Wir sollen ja nicht immer wieder das Rad neu erfinden.
sondern bestehende Software verwenden, die Probleme löst, damit wir sie nicht noch einmal lösen müssen. Wiederverwendung von Code oder Wiederverwendung von Softwarekomponenten gibt es auf verschiedenen Ebenen. Wenn Sie vielleicht häufig mit Unix-artigen Betriebssystemen wie Linux unterwegs sind und vielleicht mal Skripte schreiben, dann verwenden Sie oft Programme, also komplette Programme, verpacken Sie in Skripte, wie zum Beispiel grep zum Filtern von Ausgaben oder tr zum Ersetzen einzelner Zeichen. Das können Sie in Skripten kombinieren, das können Sie auch mit der PowerShell machen. Das ist eine sehr gebräuchliche Art der Code-Wiederverwendung, vor allem im Unix-Umfeld. Was auch sehr wichtig ist, sind Libraries. Ich habe ja mal von libgit2 erzählt, also wenn Sie irgendwie eine git-artige Software nachprogrammieren wollen, finden Sie die meiste Funktionalität in der libgit, müssen das nicht selber programmieren. Oder wenn Sie irgendwie in C programmieren und XML verarbeiten müssen, gibt es die libxml2. Es gibt da hunderte und tausende von solchen Libraries, auch im Windows-Umfeld. Ich habe jetzt einfach zwei also Unix-artige Beispiele genommen. Also libgit2 gibt es auch für Windows. Libraries, eine sehr wichtige Art der Software-Wiederverwendung. Gerade wenn Sie in höheren Sprachen wie C-Sharp programmieren oder in JavaScript, was auch immer. Dann gibt es Frameworks. Vielleicht kennen Sie das Angular-Framework für Web-Frontends oder wenn Sie Java programmieren, das Spring-Frameworks für Web-Anwendungen, sehr populär. Die meiste Software, die Sie heutzutage entwickeln, wird irgendwie auf einem Framework basieren. Wie kann man Libraries und Frameworks unterscheiden? Meine einfache Faustregel ist, bei einer Library rufen Sie den Code auf, ein Framework hingegen ruft Ihren Code auf. Also das Framework gibt vor, wie Sie Ihre Software strukturieren. So der Hauptunterschied. Code-Wiederverwendung gibt es auch auf einer höheren Ebene, das heißt zum Beispiel mit Services, zum Beispiel Web-Services. Das läuft auf einer anderen Maschine, zum Beispiel OCR, also Optical Character Recognition, wenn Sie irgendwie ein Foto machen von einem Dokument und dann der Text daraus extrahiert wird, dann ist das OCR. Das ist recht rechenintensiv, aber es gibt Services, die das sehr gut machen. Das heißt, Sie müssen es nicht selber programmieren, Sie können einfach den Service aufrufen und bekommen dann den ganzen Text zurück. Im Bereich Machine Learning gibt es auch zum Beispiel Objekterkennungen auf Bildern oder Videokonvertierung. Wenn Sie jetzt irgendwie ein Video hochladen auf YouTube, das in irgendeinem Format ist, wird es aufbereitet in ein entsprechendes Format, das Sie dann auf YouTube anschauen können. Und es gibt eben diese andere Art der Wiederverwendung, Design Patterns. Und das ist ein bisschen speziell. Design Patterns können Sie nicht aus Libraries nehmen, weil das sind nicht fertige Lösungen, nicht fertiger Code, sondern das sind Ideen, wie Sie Ihre eigenen Lösungen strukturieren können. Einige Beispiele sind hier der Adapter, den ich Ihnen gezeigt habe, den Iterator, den kennen Sie wahrscheinlich implizit, indem Sie ihn verwenden, um zum Beispiel über eine Liste zu iterieren. Das Builder-Pattern, das wir dann vielleicht noch in einer Übung anschauen werden, und den Observer, den Sie ja offenbar schon kennengelernt haben. Das sind sogenannte Design-Patterns. Also der Hauptunterschied ist, diese Sachen hier oben können Sie pfannfertig verwenden. Design-Patterns sind Ideen, wie Sie Ihre eigenen Probleme lösen können, nicht fertiger Code. Ich habe ja erwähnt, dass diese Design-Patterns sich kategorisieren lassen. Und in diesem Buch Design Patterns, was das Standardwerk ist zum Thema, gibt es eigentlich zwei Taxonomien, also zwei Kriterien, wie das eingeteilt ist. Das ist einerseits nach Zweck und da gibt es die sogenannten Creational Patterns. Dort geht es darum, wie Objekte erzeugt werden. Sehr wichtig, Factory, Builder, Singleton. Dann gibt es die Structural Patterns. Hier ist die Frage, wie Klassen und Objekte komponiert werden, also die Komposition von Klassenobjekten, wie die zusammenspielen. Hier habe ich Ihnen bereits einen Adapter gezeigt. Es gibt noch das Composite Pattern oder Decorator. Schauen wir jetzt konkret nicht an, aber das habe ich einfach ein paar erwähnt, die recht gebräuchlich sind. Und es gibt dann noch die Behavioral Patterns und dort geht es vor allem um das Zusammenspiel von Objekten zur Laufzeit. Zum Beispiel den Iterator, den Observer, den wir dann auch noch üben werden, oder das Strategy, das eines der einfachsten Muster ist. Weiter kann man die ganzen Design Patterns nach einem Bereich einteilen. Also man hat klassenbasierte Patterns und objektbasierte Patterns. Klassenbasierte Patterns sind die Minderheit, zum Beispiel die Factory Method und den Adapter.
dort dreht es sich um konkrete Klassen, die sie implementieren müssen, dann ist das Design-Pattern eigentlich erfüllt. Bei den objektbasierten Patterns, die die absolute Mehrheit ausmachen, geht es mehr um das Zusammenspiel von Objekten zur Laufzeit. Diese Unterteilung ist nicht ganz einfach und ich finde sie auch nicht so wichtig. Hingegen hier oben, das ist auch das Kriterium, nach dem das Buch strukturiert ist. Also Erstellen von Objekten, Komposition von Klassen und Objekten und Zusammenspiel von Objekten. Aber auch diese Einteilung brauchen Sie nicht unbedingt. Es hilft Ihnen einfach etwas, wenn Sie jetzt ein Problem haben und Sie suchen nach einem entsprechenden Muster, um das zu lösen, können Sie so nachschlagen und finden das dann im Buch. Sie müssen auch nicht das Buch lesen. Ich habe Ihnen ja schon die Website Refactoring Guru gezeigt und hier hat es auch ein bisschen Theorie zu Design Patterns. Können Sie sich dann im Unterricht in Ruhe anschauen. Und es gibt hier nicht nur die Theorie, sondern auch einen ganzen Katalog von Design Patterns. Sehen Sie hier, also What is Patterns Theorie, Katalog, diese Taxonomie, Creational Patterns, Structural Patterns und Behavioral Patterns. Und bei Structural Patterns finden Sie zum Beispiel den Adapter, hier schön erklärt. Vielleicht besser, als ich das gemacht habe. Auch schön veranschaulicht. Können Sie es mal anschauen. Vielleicht verstehen Sie es dann, wenn Sie es von meiner Erklärung nicht verstanden haben. Es gibt immer Pseudocodes, vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen auf den ersten Blick. Aber ich denke, Sie schaffen das dann schon. Ist aber wesentlich kürzer als das Design Patterns Buch und ja, Smalltalk und C++ sind auch nicht wahnsinnig einfach zu lesen. Auf daher, auf dieser Seite finden Sie gute Beispiele und Lösungsansätze. Es gibt Aufgaben, ich habe ein Repository vorbereitet, ich habe es ja bereits gezeigt hier. Neben Geometry gibt es noch drei weitere Projekte, League Table, Parking Lot und Payroll. Das Ganze ist dann in diesem Repository hier drin, das ist noch auf Privat, ich stelle es dann gleich noch oder mache es jetzt. Mache es öffentlich, wenn ich das rausfinde, wie das geht. So, Sichtbarkeit, hier haben wir das. Jetzt ist es sichtbar, jetzt können Sie es verwenden. Und macht Sie wiederum das gleiche, Fork, ich habe es schon geforkt, dann Ihren Fork klonen. Dann haben Sie Ihr eigenes Repository. Dann hier noch die Links, kurze Erklärungen, die für alle Beispiele gültig sind. Dann das Geometriebeispiel mit dem UML-Diagramm und einer kleinen Aufgabe, wie Sie das erweitern können. Aufgabe 1 dreht sich um eine Lohnbuchhaltung. Hier ist auch das Adapter-Pattern sinnvoll. Das können Sie dann mal ausprobieren, ob Sie das selber hinbringen. Ein bisschen schwieriger als das Geometriebeispiel. Aufgabe 2 ist ein bisschen umfänglicher. Das ist ein Parkhaus-Beispiel. Da wird ein Parkhaus simuliert mit mehreren Threads. Also hier geht es eigentlich nicht um Multithreading, sondern einfach, das soll eine Veranschaulichung sein. Und Sie sollen dann eine Art Parkleitsystem anzeigen, also so eine Anzeige, wie viele Parkplätze sind belegt, wie viele sind frei. Und das können Sie mit einem Observer-Pattern schöner machen. Im Moment wird einfach ständig ausgegeben, wie viele Plätze besetzt sind. Mit einem Observer-Pattern können Sie dann reagieren, wenn ein Auto einfährt oder ausfährt, wird dann die Zählung angepasst und Sie können es dann bei diesem Ereignis, können Sie die Anzeige aktualisieren. Spart ein bisschen Rechenaufwand. Dann das dritte Beispiel, habe ich recht wenig vorgegeben. Sie kennen ja das aus dem Super League-Projekt. Sie haben eine Tabellenzeile mit etwa 7 oder 8 Eigenschaften, also Teamname, Anzahl Siege, Anzahl Punkte und so weiter. Und wenn Sie das mit einem Konstruktor erstellen, dann müssen Sie da immer sehr viele Zahlen mitgeben, in der Regel 0. Und hier schlage ich mal vor, dass Sie sich das Bilder-Pattern anschauen, ob Sie das damit besser und einfacher machen können. Vielleicht wird es einfach, vielleicht wird es komplizierter. Ich lasse es völlig offen, ich habe es selber nicht probiert. Können Sie mal selber probieren und dann bin ich auf Ihre Rückmeldungen gespannt. Ja, das wäre es eigentlich mal von der Theorie. Sie können dann an den Übungen arbeiten. Bei Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. Ich selber kenne nicht alle Design Patterns. Ich bin da auch ein bisschen aus der Übung. Aber so ein paar wenige sollte man schon kennen und sind auch durchaus hilfreich, wie zum Beispiel der Adapter. Ja, das wäre es soweit.
wünsche ich Ihnen dann viel Erfolg bei den Übungen und bis dann im Unterricht.